Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Delicious Emily's Childhood Memories. Ich hatte Level 7 bis 9 bereits aufgenommen, aber leider hat es meine Stimme nicht mit aufgenommen und deswegen machen wir, also ich, das Ganze jetzt nochmal von vorne. So, und jetzt hätte ich gerne bitte Level 7. Was suchst du denn? Ich kann meinen Hund nicht finden. Er hat sich ganz bestimmt verlaufen. Echt? Dann hat er bestimmt große Angst. Wenn du willst, helfe ich dir, ihn zu suchen. Aber du musst nett zu mir sein. Na gut, aber keine Küsse und kein Händchen halten. Ach Gott, der hat voll Schiss, ey, dass wir ihn hier abknutschen, ihr Lieben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ihr seht, wir haben hier einen Strauß und wir haben Straußeneier. Hatten wir die beim letzten Mal irgendwie freigeschaltet oder ich habe es gekauft? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe es wahrscheinlich gekauft. In der Aufnahme, in der ihr leider nicht jetzt dabei seid, weil ich ja nicht gesprochen habe. Also es ist aber auch manchmal ein bisschen schwierig. So, ach so, wir sollen den Hund suchen, genau. Das machen wir. Oh, da ist er ja schon. Okay, nice. Haben wir ihn schon. Da ist er ja. Hühnerhupf, du bist gerettet. Er heißt Hühnerhupf? Ja, mein kleiner Bruder durfte ihm einen Namen aussuchen. Danke, Emily. Oh, aber kein Küsschen und kein Händchen halten, mein Freund. So. Den Honig wollte ich doch noch. So, bitteschön, mein Freund. Und wir haben riesige Straußeneier, ihr Lieben. Ach Mann, das ist echt ärgerlich mit der Aufnahme. Ich habe so viele interessante Sachen hier erzählt, über Straußeneier philosophiert, wie riesig die sind und euch gefragt, ob ihr schon mal Straußeneier gegessen habt und dass ich das eklig, glaube ich, finde, weil die echt riesig sind. Das werdet ihr jetzt leider nicht hören, weil ich hier irgendwas verstellt habe. Das dumme Spiel, das leider nicht aufgenommen hat, meine Stimme. Ach ja. Ich schiebe es mal auf die Hitze. Es ist nämlich furchtbar, furchtbar, furchtbar warm hier. Was habe ich denn vergessen? Ach so. Habe ich das nicht richtig angeklickt da oben? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Nicht allzu viel. So, ein Ei in die Pfanne. Milch brauche ich. Da wird mal kassiert. So, Ei raus, Pilz drauf, dahin. Emily, geh aufräumen und fang mal das Straußenei bitte ein. Und hier liegt auch noch ein Ei rum. Ja, das ist natürlich schon ärgerlich, ne? Wenn man so viele spannende Dinge erzählt hat. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch weiß, was das alle war. Bis auf die Straußeneier-Geschichte. Naja, Dreier-Kombo. Okay, auch wenn sie da schon ordentlich Geld verloren hatte. Aber egal, Dreier-Kombo wird immer gern genommen. So, mein Freund. Was willst du? Er steckt hier voll den Kopf in den Sand. Den Kopf in den Sand, ja. Der Strauß. So, dankeschön. Da ist auch noch ein Ei. Ach so, und ich habe darüber philosophiert, dass dieser Strauß nicht besonders eierlegfreudig ist. Ja, natürlich, jetzt legt er ein Ei, wo ich es erwähne, war ja klar, aber es ist eher spärlich hier mit seinen Eiern. So, gib mir mal das Ei, Pilz drauf, dankeschön. Und du kannst gehen. Und was kann ich euch beiden Hübsches bringen? So, ihr wollt, warte. Ihr wollt ein Brot und was zu trinken, alles klar. Und sie rennt Edward immer noch hier fleißig hinterher. Die kleine Emily. Ja, ja. Komm, du Strauß, leg nochmal ein Ei. Obwohl, ich habe gerade 5 Eier. Ja, danke schön, mein Freund. Und hier liegt auch schon wieder eins. So, was darf sein? Du möchtest eine Blume, ein Ei. Sehr gerne, sehr gerne. So, den ollen Pilz da auch noch drauf. Und dann kriege ich doch tatsächlich noch eine Kombo. Ist ja bombfortionös hier. So, und du möchtest natürlich auch ein Ei und ein komplettes Brot. Warte, Ei,
mit Salz und Pfeffer. Okay, okay. So, wiedersehen. Liegen irgendwo Eier rum, Emily? Nee, ne? Gerade nicht. Okay. Finde ich ja schon süß, wie er da oben den Kopf in den Sand steckt. So, was wollt ihr noch? Ihr wollt noch Honig? Honig und, ach so, das Getränk. Ach komm, ich schicke euch mal den Hasen hier hoch. Der langweilt sich ja sonst. So, Ei einfangen. Ich glaube nicht, dass das gut ist für sein Rückgrat, ne? Von dem Hasen. Sieht irgendwie ungesund aus. So, die Herrschaften da oben kommen auch. Das ist super. Dann machen wir da noch eine Kombo und Emily geht aufräumen. Sehr schön, sehr schön. So, du möchtest nur etwas trinken. Das ist ja nicht so viel. Hier liegt ein Ei rum. Gib's mal auf, Emily. Ich möchte nicht, dass so einer drauf tritt. Außerdem haben wir hier ganz schön Eierverbrauch. Ihr seid ja auch eine lustige Truppe hier. Voll mit dem Peace-Zeichen da auf der Brust, auf dem T-Shirt. So, ihr wollt zweimal Milch. Warte, ein Ei. Den Saft. Und Ei mit Salz und Pfeffer. Alles klar. Und da hinten liegt ein Ei. Oh, ich habe aber ordentlich jetzt Pfaueneier. In meinem ersten Versuch hier, in meiner ersten Aufnahme, da hatte ich nicht so viele Eier. Meine liebe Frau Pfau. Was ist denn da los? Da hast du nicht so fleißig gelegt, scheint mir. Doch, hast du auch. Aber die Leute haben in der ersten Aufnahme irgendwie mehr Pfaueneier bestellt. Da sind sie ja im Moment sehr zurückhaltend mit den Pfaueneiern. Warte mal, da ist auch noch eins. So, wir brauchen Honig und Milch. Okay, geh mal da hoch. Hauptsache Emily, ja, danke schön. Emily sammelt hier mal alles fleißig ein. Ey. Ja, jetzt ist das Huhn hier irgendwie nicht so legewillig, ne? Oh, warte, das ist ein Pfauenei. Okay. Muss man doch schon ein bisschen gucken, ne? Dass man das hier in der Größe unterscheidet. So, warte, der Opi da oben kommt auch. Und dann sammelst du das Ei noch ein. Und ich mache noch eine schicke Kombo. Also, einmal das Brot und ein Getränk für dich. Dankeschön. Oh, Menno, was ist hier mit dem Brot? Was mache ich denn da falsch? Klicke ich hier nicht richtig oder was? Hat es ja noch nie gegeben. Hier, sammel da ein. Ich glaube, wir können 8 Eier. 8 Eier ist das Limit. Naja, von wegen, das hat es noch nie gegeben, ne? Ich treffe ja öfters mal etwas nicht, aber naja. So, kommt Leute, ich brauche noch ein paar Punkte. Kommt da rein, bringt Glück herein und Geld und keine Ahnung was. Kauft, kauft, kauft. So, ich brauche das da, da und da. So, Ei in die Pfanne. Mein Brot habe ich auf dem Teller, alles klar. So, Pilze drauf und ab dafür. Okay. Na, und was möchtest du, junger Mann? So, wenn sie jetzt das Ei einsammelt, dann bleibt es bei 8. Alles klar. Aber deswegen müssen ja trotzdem die Eier hier nicht so blöde rumliegen, ne? Nachher rutscht da noch einer drauf aus. So, das nehme ich auch mit. So, kommen die Herrschaften hier wohl? Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Sehr schön. Dankeschön. Jawohl. Expertenziel erreicht. Was will man mehr? Und der Tag ist auch gleich um. Ich schicke den Hasen nochmal da hoch. Er tut mir ein bisschen leid hier unten in der Ecke, ne? Aber okay. Nee, ihr braucht jetzt keine Eier mehr legen, Freunde. Es reicht jetzt. Du brauchst kein Ei mehr legen, habe ich gesagt. Oh, da kriegt er ein schlechtes Gewissen. Müssen wir doch abholen. Kann ich doch nicht da liegen lassen, mein Gott. So, sehr schön. Dann haben wir das auch wieder. Und dann geht es direkt weiter in Level 8. Omi! Emily, wie geht's meinem Liebling? Mein Schwiegersohn hat doch wohl keinen Hippie aus dir gemacht. Hast du mir Plätzchen mitgebracht?
Nicht nur Plätzchen, Schatz. Das sind Omas ultrafeine Kirsch- und Schokomakronen. Irgendwann bringe ich dir das Rezept mal bei. So, und wo ist dein nichtsnutziger Vater? Ich habe noch ein paar Euro Umzugskartons im Auto. Edward! Ach so, sie geht da rein, Edward kommt von da hinten. Das war also die Mama von Evelyn. Aha, so. Und wir müssen jetzt hier die Schokomakronen einpacken und unter die Leute bringen. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Ich hab's ja schon mal gemacht. Also, warte, das wollt ihr. Genau, und dann kriegt ihr eine Schokomakrone mit. Oh, guck mal, hier steht ein... Ach, guck mal, Emilys Mini-Teeservice. Dieses Mini-Teeservice könnte die Inspiration für Emily gewesen sein, in Delicious Emily's Tea Garden ihr Teehaus zu öffnen. Auch wieder eins gefunden. Oh, nice. Ich habe angenommen, diese extra Items finden wir in jedem Restaurant nur einmal. Aber anscheinend doch nicht, ihr Lieben. So, Edward, pack nochmal so einen hübschen Keks ein. Eigentlich, denke ich, sind die Kekse natürlich dafür gedacht, wenn man bösartige Kunden hat, dass man die damit dann wieder ein bisschen aufheitert. Aber ihr seht ja, meine Kunden sind immer gut gelaunt. Haben immer volle Herzen. Jawohl. So, und jetzt bräuchte ich mal langsam hier ein paar Eier, Freunde. Ja, von dem Hahn sicherlich nicht. Aber warte, ich das hier erstmal. So, da ist Dingens. Sehr schön. Warte. Das und das. Dahin. Habe ich gerade eben die Maus gehört? Oder habe ich sie überhört? Das kann natürlich auch sein. So, wir packen nochmal hier eine Makrone ein. Und ihr wollt, warte mal, das wollt ihr, das wollt ihr. Da ist die Maus. So, warte, das komplett. Und Honig wollt ihr auch noch. Der Honig passt nicht. Schiss. Wegen der scheiß Kokosmakrone. Verflixt. So, warte. Dann nehme ich das jetzt noch mit und darüber. Okay. Und da oben landet schon wieder ein Ei. Sehr schön. So, die letzte Makrone haben wir gleich verteilt. Und er möchte ein großes Ei, das Getränk. So, Pilz nicht vergessen. Dahin, aufräumen da. Kombo hier, Ei da. Alles klar. Wir haben alle Makronen verteilt. Das ist super. Brauche ich mich da ja nicht mehr drum kümmern. So, da, da und da bitte. Und die Milch, wenn es möglich wäre. Und was kann ich der jungen Lady hier unten? Die möchte nur trinken. Na klar. Kannst du machen, Kind, kannst du machen. So, das Ei einsammeln natürlich. Er guckt aber ganz schön zwielichtig hier, oder? Der Strauß. Die Straußenfrau. Hier, seid mal nicht... Dankeschön. Ja, seid mal nicht so legefaul hier, ihr Hühner, ihr... Warte, großes Ei. Mach die Kombo jetzt. Ist mir jetzt gerade egal. Und hab's noch geschafft. Jawohl. Okay, er hatte noch kein Geld verloren. Das ist sehr nett von dir, Opa. So, was wollt ihr? Oh mein Gott. Ihr wollt das. Ihr wollt das und das. Da, da, da. Und das Ei wollt ihr mit Salz und Pfeffer. Okay, alles gut. Wie gewünscht. So, Häschen, du gehst mal hier hin. Und da fällt schon wieder ein Ei. Sehr schön. Jawohl, das fällt jetzt auch direkt in die Pfanne. Mit Salz und Pfeffer. Klar. Und was möchtest du? Du möchtest bestimmt auch ein dickes, fettes Straußenei. Natürlich möchtest du das. So habe ich mir das gedacht. Jetzt haben wir nämlich keine mehr. So, Frau Strauß da oben. Brüten Sie mal ein bisschen schneller hier. Oh, schon wieder eins. Mann. So, und du möchtest den Pilz. Okay. Oh, da liegt schon wieder eins. Die Straußenfrau hört auf mich. Warum habe ich denn jetzt schon wieder ihr blödes Brot nicht dabei? Och, Mann. Irgendwas mache ich falsch da unten. Ich klicke irgendwie nicht richtig oder ich habe keine Ahnung gerade. Das Brot ist ein bisschen wieder borstig hier. So, warte, da liegt ein Ei. Ja, du kannst auch schon gehen. Das Mädchen braucht noch einen Moment. So, Moment, den Honig.
Alles klar, das Getränk dahin. Oh, mich juckt's am Bein, ey. Alter Schwede. Oh, das ist übel. Das ist ja jetzt übel. Jetzt muss ich mir erstmal kratzen hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Haha. Problem ist ja immer, wenn es einen juckt und man kratzt sich da. Also mir geht das so. Dann jucken von 0 auf 100 eine Million andere Stellen auch noch. Total wie abgesprochen. Naja. So, Leute, ich brauche noch ein paar Punkte. Kommt mal aus dem Puschen hier, Obi. Was ist? Hm? Schwierig, sich zu entscheiden, ne? Ich weiß. So, Milch. Kommen die Herren da oben? Das wäre schön. Könnt ihr mal kommen? Ja, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Dankeschön. Sehr schön. Emily, aufräumen. So, da, da und da bitte. Und jetzt das Ei in die Pfanne. Salz und Pfeffer. Nicht vergessen. Was ist hier mit dem jungen Mann? Die Getränke. Alles klar. Die nehme ich noch mit. Dankeschön. Und da ist ein dickes Ei gelegt. Hier ist ein kleines Ei. Ja, Mensch, Emily. Hau rein, Kind. Du willst doch mal eine große Restaurantführerin-Dingens werden, ne? So, da, da und die Tomate. So, Honig. Eine große Köchin und Restaurantleiterin und was nicht alle, ne? Ist ja schon lustig eigentlich, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade spielen, kennt Emily ja ihr Schicksal noch gar nicht, das sie erwartet im Leben. Aber wir kennen es schon. Ja, Emily, ne? Großes erwartet dich. Schönes und nicht so schönes. Aber ich werde dich nicht spoilern, sondern du gehst erstmal da bitte Dingens und so. Hier mit dem Schinken stimmt was nicht. Ich glaube, der Schinken ist kaputt. Mein Schinken ist kaputt. Da liegt noch ein Ei. So, und du möchtest da Käse, Tomate. Muss ich vielleicht einfach hier unten noch ein bisschen ruhiger klicken. Und da haben wir das Expertenziel. Jawohl. Okay, alles gut. Alles geschafft. Maus haben wir auch gefunden. Extra-Item haben wir auch gefunden. So, du möchtest das und das. Bringe ich dir. Dann mache ich noch eine hübsche Kombo. So, und du bist mein letzter Gast. Gerade noch reingewischt hier, ne? Ja, ja. Immer diese Spätzünder hier, diese Nachzügler. Direkt bei Ladenschluss noch hier sich in die Tür reinquetschen. So, das Ei hole ich da oben aber trotzdem. Ich kann das da nicht liegen sehen. Oh, komm. Komm, komm, komm. Edward, jetzt mach nicht schwach hier. Mach mich nicht schwach und du mach nicht schlapp. Ich weiß, es ist schon Feierabend, aber dem Mann wollte ich doch schon noch das Ei geben, bitte. Ach, es ist aber auch nicht einfach manchmal, ganz ehrlich. So. Wir gucken mal, bei Le Deco-Geschäft, da hatte ich jetzt, glaube ich, schon irgendwas ohne euch gekauft, natürlich. Aber das ist ja jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Warte mal, ich kaufe die Geduld. Die Geduld kaufe ich und dann fehlen uns hier noch 200, dann hätten wir hier alles. Okay. So, ihr Lieben, Level 9. Also, ich finde, der Teppich im Kinderzimmer muss weg. Ja, Madeline. Und wenn du schon dabei bist, das Zimmer müsste neu gestrichen werden. Ja, Madeline. Mom? Ach du meine Güte, das Baby, es kommt, nicht wahr? Aber das ist zu früh. Wir sind noch nicht so weit, wir... Du musst tief durchatmen, Schatz. Ihr zwei fahrt ins Krankenhaus. Ich werde das hier mit Emilys Hilfe schon schaffen. Deine kleine Schwester kommt, Emily. Willst du mir helfen zu dekorieren? Na gut. So, Angela ist unterwegs, ihr Lieben. Zumindest nehme ich das an. Weil es klingt bei der Oma ja so ein bisschen, als wenn sie ihr Evelyn das befohlen hätte. Evelyn, jetzt kommt das Kind. Los! Ja, und hier muss ich einzeln klicken. Das ist hier extrem... Boah. Alter Schwede. Aber was tut man nicht alles für die kleine Angela? Da wollen wir sie doch auch ordentlich begrüßen. So, das brauche ich noch. Eier jetzt mal dringend einsammeln.
So, Omi, wir brauchen Honig. So, dann brauchen wir das. Und anscheinend ist Angela eine Frühgeburt, ihr Lieben. Das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges. So, wir brauchen hier Straußeneier. Ich weiß zwar nicht genau, was das erklärt, aber irgendwas wird es erklären. Eieiei, so, ich darf das nicht vergessen hier, dekorieren für Angela. Warte mal, das Ei will ich aber haben. Oh, das ist super anstrengend hier, das einzeln alles anzuklicken. Und dauernd hängt der Strauß da im Weg. Warte mal hier auf gerade, bitte, Emily. So, warte, das, da, da und da. Und ein Ei in die Pfanne. Warte, während das brutzelt, mache ich mal hier, okay, warte. Und Salz und Pfeffer für dich. Ja, guck nicht so wütend. Du kriegst dein Kram. So, hier ein komplettes Brot. Und einmal bitte Honig. So, bitteschön. Kombo für mich. Nice. Nein, ich will hier nicht... Ja, jetzt liegt da und da und überhaupt. Okay, sie hat das Ei eingesammelt. Alter Strauß, das machst du doch extra, oder? Dass du direkt mir da im Weg bist. Du kleiner Böser. Du kommst in die Pfanne. Sag ich dir, und zwar komplett. Echt? Boah, ist das anstrengend, Alter. Schabutzki, ey. So, und hier haben wir auch noch. Geh weg, du Strauß. Der will mich doch provozieren hier. Das ist pures Mobbing, was der Strauß hier macht. So, hier wird aufgeräumt, da wird kassiert. Und ich hämmer da mal fröhlich weiter. Ich sehe natürlich jetzt gerade überhaupt nichts, weil die dicke Nuss hier steht. Ja, danke fürs Weggehen. Ja, leg mal ein Ei, das packe ich auch gleich ein. Boah, bin ich froh, wenn das... Oh, fertig, ein Glück. Oh, jetzt tut mir aber das Handgelenk schon gerade ordentlich weh hier. Sehnenscheid, Entzündung incoming, ihr Lieben. Aber wir haben dekoriert. So, zweimal getränkt. Das Ei wird eingesammelt. Und ich schicke das Häschen da mal hin. Jetzt versteckt sich der Strauß da oben. Er weiß genau, dass er mir hier dauernd im Weg war und schämt sich. Ja, ja, ja. Das Huhn ist aber gerade fleißig hier. So, warte, du möchtest das, da, da und das mit dem Schinken und der Tomate, bitteschön. Und das Ei möchte ich gerne haben. Ich habe hier jetzt irgendein Getränk drauf. Okay, fliegt raus. Hier wird aufgeräumt. So, zweimal mit Speck. Und dann wollt ihr noch eine Milch und ein dickes Ei. Alles klar. Mit Salz und Pfeffer. Okay, bringe ich euch. Kein Problem. Oh, und Angela ist unterwegs. Das ist süß hier, ne? Der Strauß. Nein, der Storch. Der kleine Angela bringt. So, warte, zweimal Milch. Und ein Brot. Bitteschön. Aufräumen da oben. Hier schon mal kassieren. Da liegt ein Ei. Da liegt ein Ei. Und er möchte ein Brot. Okay. Okay, okay, ihr Lieben. Ach, da freue ich mich, wenn Angela kommt. Dann sehen wir sie mal als Baby. So, du möchtest zweimal komplett. Alles klar. So, bitteschön. Und für mich die Kombo. Ah, super. Aber es müssen noch mal ein paar Leute bitte kommen. Ja, komm her, du kannst schon gehen. So, und für dich mache ich jetzt ganz in Ruhe das Brot und den Saft kriegst du auch dazu. Und hier liegt noch ein Ei. Ach, hier voll auch die Luftballons, ne? Das hast du schön gemacht, Emily. Naja, oder besser gesagt, ich habe das schön gemacht. Schön dekoriert habe ich, ja, ja. So, ein Brot für den jungen Mann und ein dickes Straußenei mit Pilz. Okay. Kein Problem. Ich glaube, so ein Straußenei, so ein gebratenes auf dem Teller, das kann schon mal den ganzen Teller in Anspruch nehmen. So groß ist das, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich meine, das mal gesehen zu haben. Irgendwo im Fernsehen, dass die echt riesengroß sind. Das wäre mir ja persönlich zu viel Ei. Das ist so wie gehacktes Brötchen vom Metzger. Kennt ihr das? Also ihr kennt gehacktes Brötchen, ja, aber vom Metzger. Die machen teilweise, die meinen es so gut, machen da so viel Gehacktes drauf. Das ist einfach zu viel.
Da möchte man eigentlich schon fast kotzen. So viel ist das dann. Also wenn ich aus meinem gehacktes Brötchen noch eine Frikadelle formen kann, extra, dann ist das definitiv zu viel gehacktes. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, man kann nie zu viel gehacktes Brötchen haben. Doch, kann man. Ist zu viel. Oh, hier liegen die Eier rum. Hier liegen die Eier rum und sagen gar nichts. Oh, 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 oh. Oh, ist die böse. Entschuldige. Ach, kann ja keiner ahnen, dass du so schnell so ungeduldig wirst. So, das ist für dich. Da sammle ich noch das Ei. So, hier, du kannst auch schon gehen. Ich mache die Kombo mit denen hier oben. Ach ja, und dann habe ich die Geschichte erzählt von dem Video, das ich gesehen habe mit dem Engländer und dem Amerikaner, die in Deutschland, in Köln zu Besuch waren und ein gehacktes Brötchen bestellt haben. Aber das werde ich jetzt hier nicht mehr schaffen, euch das nochmal zu erzählen. Vielleicht erzähle ich es in der nächsten Folge. Es war auf jeden Fall ein sehr lustiges Video. So, warte, ihr wollt das noch? Das und das mit dem und das Ei. Wollt ihr mit Pilz? Alles klar. So, du bist der Letzte, mein Lieber. Was möchtest du? Okay, und einen Saft gebe ich dir. Ich würde ganz gern die Kombo da noch machen vielleicht. Oder, ach Gott, komm her. Du kannst gehen, bevor du auch sauer wirst. Das möchte ich ja dann auch nicht. Ich habe ja schließlich hier auch einen guten Ruf zu verlieren, ne? Mit dem Restaurant. Ach, guck mal, da ist sie schon. Emily? Sag Hallo zu deiner kleinen Schwester. Ist die winzig. Darf ich sie mal halten? Na klar, setz dich in den Sessel. Hallo, Angela. Bekomme eine neue Puppe. Du darfst auch mit ihr spielen, wenn du magst. Ach Gott, Mensch. Da hat sie sie gleich ins Herz geschlossen, ne? Von wegen Geschwisterrivalität. Nein. Emily ist gleich total lieb zu Angela. Das finde ich sehr süß, ihr Lieben. Und ich fände es auch sehr süß, wenn ihr in der nächsten Folge bitte wieder mit einschaltet und hier mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.